Hallöchen, willkommen zurück bei Celeste. Seit der letzten Folge habe ich wieder ordentlich geübt. Und bis zum Ende des Levels ist es gar nicht mehr weit. Müssen quasi eigentlich nur noch hier nach rechts laufen. Genau. Und dann müssten wir eigentlich auch gleich schon am Ende ankommen. Und danach können wir uns der B-Seite stellen, die wir auch gefunden haben zwischendurch. Das wird ganz schön schwierig. Jetzt gehen wir erstmal ans Telefon. Beziehungsweise rufen an. Ohne eine Nummer zu wählen. Hallo? Hey, Mama. Madeline, was für eine schöne Überraschung. Wie ist dein Trip? Okay, ich bin nur irgendwie überwältigt. Oh nein, hast du wieder eine Panikattacke? Konzentrier dich auf deinen Atem, Liebling. Ich bin hier. Was ist denn los? Mit einem N? Was ist denn los? Okay, wir erfahren nichts weiteres. Ist ein bisschen schade. Kapitel abgeschlossen. Am Telefon. Sie hat wohl kurz mit ihrer Mom telefoniert. 13 Erdbeeren von 18 haben wir gefunden. Und sind 52 mal gestorben. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Hier sind wir 15 mal. Da 131 Mal, ey. Hier 52 Mal und jetzt machen wir die B-Seite. Musik von Ben Prunty, Celeste B-Seite. Oh ja. Das mag ich ja. Direkt Fail. Yeah, nice. Ah ja, jetzt wird uns beigebracht, dass wir, wenn wir aus diesen Glitzerblubberblasen rausspringen, können wir quasi einen Wandsprung machen. Nicht so. Nicht so, Leute, sondern so. Nice. Und, ja. Das... Mist. Ich wollte gerade sagen... Ja, da muss man am Ende noch... Moment. Da können wir gleich wieder failen. So, Moment. Komm. Mist. Das schaffe ich nicht. Man muss da im letzten Augenblick noch den Boost benutzen. Nice. Ich mach mal die Hintergrundmusik ein wenig leiser. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man mich noch gut hört. Moment. Ach so, verdammt, da ist ja noch. Oh. Nice. Okay. So. So. Nein. Verdammt. Nochmal. Abspringen, Boost und... Ah, falsche Richtung. Komm, hier. Und hopp. Und da. Nein. Man muss da echt in perfekter Reihenfolge Boost und Abspringen benutzen. Abspringen, Boost. Boost, Abspringen, Boost. Nice. So. Jetzt die Frage... Nein, verdammt. Aber es war der richtige Ansatz. Das auf jeden Fall nicht. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Ja! Oh, verdammt. Okay. Konzentration.
Okay, jetzt. Ja, nice. Oh, verdammt. Solange man stehen bleibt, kommt die noch nicht. Wir müssen jetzt alle drei Dinger einsammeln, ohne von der erwischt zu werden. Ja. Fail. Oh, verdammt. Das hatten wir fast im ersten. Na toll. Okay, auf dieser B-Seite werden wir auf jeden Fall einige Tode erleben. Mist. Da hätte ich... Nein! Das ist... Also, mit dem bösen Klon im Nacken oder ihrem Gewissen oder was genau das darstellen soll, ist es echt anstrengend. Aber ich finde... Ach du Scheiße. Ich finde, Celeste macht das schon alles recht fair. Nein. Ich muss gerade hoch. Nein. Der Klon, der geht quasi den komplett gleichen Weg wie wir. Nur... Ach, verdammt. Zeit versetzt. Ah. So, komm, komm, komm. So, einsammeln. Zack, jetzt gerade hoch. Jetzt schräg rüber, rüber, rüber. So, dann hopp, hopp, hopp. Nein, nein, nein. Nein, fast, fast geschafft. Komm. Nein. Da müssen wir ein Ticken schneller sein. Hm. Jeder Schritt muss perfekt sitzen. Nein, 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 nein. So. Ja, ja, geil. Ah, nee. Moment. Schaffen wir. Nein. Das muss auch perfekt sitzen. Ah, da müssen wir gerade hoch. Komm, komm. Nein, da müssen wir schnell wieder hoch und dann einmal geradeaus durch quasi. Mist. Komm schon. Komm, komm, komm. Yeah. Nein, das war zu spät. Bam, bam. Alter, das ist so geil. Ich finde das Gameplay von Celeste so geil. Komm, komm, komm. Oh nein, das war schräg. Verdammt. Nein. Komm, das schaffen wir. Ach ja. Ja, irgendwie... Irgendwie hätte ich gerne einen Control-Stick, der nur in alle acht Richtungen... ja, gesteuert werden kann. Ja. Nice. Gut. Jetzt werden wir nicht mehr verfolgt. Huh. Jetzt haben wir erstmal Verschnaufpause. Das war schon mal der erste Fail. So, und dann hier rüber. Und zack, direkt drüber. Nein! Verdammt. Oh, das war knapp. Alter, ey.
Was jetzt, Alter? Nein! Tja, die Frage ist, was ist hier? Alter, Mist. Ah, ich glaube. Echt nicht einfach. Nein! Klatsch. Mist. Komm. Wir müssen von da aus, ich glaube, direkt schräg hoch dann. Dann müsste es gehen. Ja. Ja, nice. Nein, nein, nein. Verdammt. Das muss echt schnell gehen. Verdammt. Jetzt habe ich vergessen, dass ich schräg hoch muss. So, runter, rüber, hoch. Zack, festhalten, rüber pacen. Nochmal rüber pacen, einsammeln, schräg hoch. Und dann... Ja, geil. Boah. Nein. Komm schon. Nein! Einsammeln, rüberspringen, einsammeln, runtersliden und springen und hopp, Alter, nein! Nein! Ich hätte mich festhalten müssen, verdammt! Und runter und hopp, hopp, hopp. Zack, zack, zack. Ja, geil. Hallo? Boah. So, jetzt. Na, erstmal direkt fehlen. So. Hallo? Nochmal? Nein. Mist. Okay, von hier aus. Na? Was war das denn? Nochmal. So, ich glaube von hier aus. Ja, direkt erstmal in die Stacheln rein. Verdammt. Komm hier. Und noch. Ja. Okay, anderer Versuch. Das war so gewollt. Kein Problem. Nein, das war schräg. Aber wir können gerade. Das geht. Können uns so festhalten? Nice! Oh, das wird schwer. Hä, wie war denn das nochmal? Wie war denn das nochmal? Oder... Ich weiß gerade nicht. Mist, wie war denn das nochmal? Ach, ich weiß wie. Ich weiß wie. Wir müssen direkt den Boost wieder nehmen. Zack. Hoppala. Und op. Nice. Oh, das ist eine sehr schwierige Passage. Also, wundert euch nicht. Ich habe das Level vorher schon einmal durchgespielt, weil die B-Seiten, die versuche ich vorher immer ein bisschen zu üben. Weil die extrem schwierig sind und ich gerne pro Folge ein komplettes Level schaffen wollen würde. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich den Boost verschwendet. Verdammt. Nochmal. Nein! Komm, nochmal. Das war zu niedrig. Das ist echt eine Frage des perfekten Timings. Ja! Nice.
Okay, nochmal. Moment. Ach nö. Okay, so. Hä? Ach verdammt. Da darf man sich nicht festhalten. Also hier festhalten, abspringen, kurz festhalten, loslassen und dann, während man in dieser Suppe drin ist, wieder festhalten drücken. Ja. Das ist echt die Frage des perfekten Timings. Verdammt. Moment. Ich krieg das hin. Alter. Moment. Okay, versuchen wir es mal andersrum. Ach, ich bin ja auch blöd. Ich bin ja auch blöd. Nein, verdammt. Man muss nämlich einfach geradeaus hoch. Falscher Ansatz. So, zack. Also man, es gibt natürlich... mehrere Lösungsmöglichkeiten. Nein, verdammt. Da muss man halt an dieser Stelle. Zack, und jetzt? Geht doch. Nice. Und jetzt? Rüber. Und jetzt... Nein, verdammt. Komm. Und rüber. Und zack, nicht festhalten. Rüber. Nein. Och nö. Jetzt bin ich gesprungen, statt mich einfach fallen zu lassen. Komm, komm, komm. Rüber. Alter, die Musik ist so hammermäßig. Okay, an manchen Stellen stelle ich mich auch echt blöd an, aber was soll's. Ich krieg das schon hin. Ich krieg das hin. Nein! Ich vergesse immer, mich nicht festzuhalten. Mega nice! Okay. Den haben wir. Rüber. Den kriegen wir auch. Zack. Festhalten. Jetzt abspringen und gleichzeitig festhalten, loslassen. Und auf der anderen Seite direkt wieder in die Stachel springen. Genau. Festhalten, wollte ich sagen. So. Zack, zack, zack. Festhalten. Rüber. Festhalten, loslassen. Wieder festhalten. Rüber. Und zack, zack, zack. So. Jetzt rüber. Nein! Alter. Try hard for the win, Alter. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich Dark Souls spielen will. Aber ich will es unbedingt... Eigentlich will ich es Dark Souls spielen. Geht doch. Ja, ja, nice. Oh, jetzt müssen wir mal ganz kurz nachgucken. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also, gerade rüber. Oder einfach schräg. Okay, ich versuch's einfach. Komme ich da schräg rüber? Nee. Ich muss gerade rüber, verdammt.
komm, komm, komm. Und fallen lassen. Und jetzt gerade rüber. Ah, jetzt kann ich schräg rüber. Ah, nee, verdammt. Hier ist es wichtig, ich drücke die ganze Zeit die Festhalt-Taste. Und wenn ihr auf der anderen... Ach, scheiße. Wenn ihr auf der anderen Seite wieder auftaucht aus der Suppe, müsst ihr direkt die B-Taste drücken zum Abspringen, damit ihr nicht so weit weggeschleudert werdet. Sonst landet ihr natürlich direkt in den Stacheln. Nein. Zu früh. Und hier rüber, rüber, rüber. Und da. Nein! Da wollte ich gar nicht hin. Was ist da los? So, und jetzt. Jetzt muss ich gerade rüber. Nein, wieder zu früh. Verdammt. Komm, komm, komm. So, und dann hier rüber. Zack, 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 zack. Fallen lassen. Rüberspringen, gerade rüber. Abspringen. So, jetzt gerade rüber. Fallen lassen. Oh, 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 oh. Nein. Ach, grüne Neune. Ach ja, so, zack, 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 zack. Ja, nice. Ja, geil, 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 geil. Oh, das wird jetzt noch schwieriger. Das sind zwei Balken, an denen wir ziemlich weit hoch müssen. Und wir müssen im genau richtigen Timing da hoch, damit wir da hochspringen können. So, jetzt sind sie aus. Mist, und weiter. Okay. So. Nein, 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 nein. Ich war fast oben. Mist. Okay, nochmal. Ach, Mann, nee. Fuck. Nochmal. Alter! Manno. Und zack. Alter. Ich habe mich noch nie so um einen Controller geklammert. Ja! Nein! Willst du mich? Willst du mich ärgern, Alter? Ich war dran. Ich war dran. Das muss vom Timing echt perfekt sein. Und ich bin nicht so der Typ für perfektes. Ja, geil. Geschafft. Schwarzer Mondaufgang. Alter. Boah. Mega, mega schwer. B-Seite abgeschlossen. Alter, wie viel Tode? 108. Na, das geht ja noch. 108 geht ja noch. Alter, ey. Mega mäßig schwer. Das war die alte Stätte. Oh, Madeline, verlassene Stätte. Geschafft.
17 von 20, 13 von 18. Alter. Rekorde Sprintläufe. Alte Städte in 23 Minuten geschafft. Aha. Aha. Aber die Kristallherzen, sind die für irgendwas Bestimmtes? Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch mal einen Daumen nach oben da. Celeste ist ein mega geiles Spiel. Wenn ihr die Herausforderung sucht, dann kauft es euch doch einfach mal. Kostet nur 20 Euro. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir dann ins Himmelsresort aufsteigen werden. Mal sehen, welche neuen Spielfunktionen uns dann erwarten. Danke fürs Zuschauen. Ciao.